Erst einmal ist wichtig, dass man alle Unterlagen perfekt zusammen hat. So, es gibt auch so eine Zuverlässigkeitsprüfung, ja, ist der überhaupt geeignet, sein Darlehen aufzunehmen. Also die Banken schauen dann heute schon mittlerweile, ich muss perfekte Unterlagen haben. Und natürlich kann ich dann natürlich auch vorweisen, sage ich sagen, sehr, dann da habe ich den Sparvertrag oder ich habe die Lebensversicherung. Ich bin also in der Lage, meine Verbindlichkeiten einzuhalten. Ich konnte das in der Vergangenheit nachweisen. Auch hier über die Selbstauskunft der Banken, auch vielleicht schon mal mit dem Banker sprechen und sagen, was kann ich mir denn eigentlich leisten? Das und das ist mein Einkommen, das und das ist mein Eigenkapital. Was oder wie hoch kann denn ein Kaufpreis einer Immobilie sein, die ich mir leisten kann? Und dann kriegt man sehr schnell ein bisschen Feedback und sagt, okay, ich bewege mich in der Range von Betrag X. Und dann, damit kann ich dann weitermachen.